beschränkt. Also beschränkt auch ich als Pilot, wenn dann plötzlich der Schirm nicht mehr richtig fliegt. Das Motto ist ganz klar, probieren, klappen, beinahe null und dann eliminieren. Und ich habe mit dem Tandem noch nie geklappt, da auch mit dem Solo habe ich vor all 3 Jahren geklappt. Du spürst selber, das ist ganz schwach. Ja. Und wir haben auch ein Tandem, das eine kleine Fläche hat. Ich schätze das aus mehreren Gründen. Eine ist natürlich, wenn man so startet, wie wir jetzt vorher. Je kleiner der Schirm, desto einfacher. Und mehr Kraft hat man auch gegenüber dem Schirm. Und dann fliege ich halt auch regelmäßig mit meinen Kindern. Die sind alle 20 Kilo. Und da wäre es dann schon recht krass, wenn man da einen grösseren Schirm hätte und dann den unterladen hat. Also ich habe lieber leicht überladen, wobei wir sind jetzt im grünen Bereich. Aber wenn ich da 140 Kilo oder 120 Kilo anhängen und die schon dann ist man auch offiziell ein bisschen überladen. Er fliegt dann immer noch wunderbar, aber er ist ein bisschen schneller. Jetzt fliegen wir mal Richtung Gassen führen. Ja. Das ist ein recht so. Das ist wenig zu kurz, wie heisst du? Ja, genau. Ja, das ist halt der König, der Kopf von der Natur überlassen. Genau, ja, ich kann mich noch erinnern, stimmt. Ja. Gell, also wenn du oder auch eben Tati und so, wenn wir mal fliegen, sagen, gell, ja. Die haben da bei mir immer einen Stein gehabt, das ist klar. Du bist ja festgestellt bei der Statistikstudie, dass du der größte Distributor bist vom Flug. Ja. Also neben nach der Flugschule natürlich, oder? Ja. Das ist privat. Das ist mein wichtigster Mann. Die fahren vom Norraus. Ja. Ich glaube, da ist es, da kommen sie mal auch weg, ganz drauf, das Ganze schon. Ja.